Willkommen zurück zu Black and White, Insel der Kreaturen. Wir wollen gerade die Herausforderung des Gorillas annehmen, der hier hinten permanent das Wunder der Schimpansen bombardiert, so damit die niemals mit ihren Bauarbeiten fertig werden. Wenn du mich beeindrucken und die Prüfung meistern willst, musst du die Hütten zerstören. Zerstöre deine 5 Gebäude, bevor ich meine zerstöre. Das ist alles. Klingt jetzt nicht so schwierig, je nachdem, wie gut der Gorilla im Zerstören von Gebäuden ist. Und je nachdem, wie viele zerstörerische Wunder wir dafür extra erkennen müssen. Ich hoffe mal, dass Rhinoceros reicht. Ja. Bist du bereit? Los! Attacke! In der Tat, glücklicherweise wird unser Rhinoceros hier direkt rüber teleportiert. Also an die Leine mit dir. Nein, keine Mitleidsleine, jawohl. Aggressionen! Attacke! Hallo, Attacke. Kreatur ist zornig, ist sehr schön. Dann zeig mal deinen Zorn, liebe Kreatur. Ja, es funktioniert ja jetzt schon super. Hallo, Kreatur. Ah, jetzt funktioniert's. Die Hütte ist Plattboss. Sehr schön. Teig, los, mach währenddessen ein anderes Gebäude für uns kaputt. Oder so. Macht es sowieso nicht. Hallo, Kreatur. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mal was Sinnvolles machen würdest. Was denn jetzt? Jetzt schnappt sie sich extra einen Stein. Oh, der ist aber süß, der kleine Kiesel, um den da drauf zu werfen. Du hast die Hütte noch nicht mal richtig kaputt gekriegt. Jetzt tritt gefälligst drauf. Bams, jawohl. Eine Hütte weniger. Wenn du das bei jeder Hütte machen würdest, wären wir hier schneller fertig. So, dann schnappen wir uns mal schnell. Wurfgeschoss. Was, der Gorilla hat erst eine? Ist aber langsam, der Gorilla. Komm schon, Kreatur, hier. Entweder tritt drauf, damit er kleiner wird, der Fels, oder schnapp dir den Fels und wirf ihn. Kreatur muss mal. Ach, deswegen macht er das nicht. Ja, das ist ja perfektes Timing. Genau, wir kacken erstmal auf die Seite des Gorillas. Der Gorilla hat eben die zweite Hütte erledigt. Um unsere Zuneigung zu zeigen. Deine Kreatur hat nichts zu tun. Ja, sie hat wohl was zu tun. Wir sind ja mitten in der Prüfung. Unsere Kreatur sollte eigentlich hier vorne die Steine nehmen. Aber offensichtlich funktionieren die Mechaniken dieses Spiels mal wieder perfekt. Ich liebe es. Jetzt hat der Gorilla schon 3 Hütten zerstört. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, wir gucken mal, dass wir da oben das Wunder zerstört bekommen mit den Steinen. Ach. Du bist der Herr der Zerstörung. Ich hoffe, das hat gereicht und die Hütte ist tatsächlich schon zerstört. Kreatur ist verspielt. Ja, eigentlich soll sie lieber zerstören. Treffer? Jawohl, noch ein Treffer. Wie gesagt, ich hoffe, das hat gereicht. Dann bitte einmal wieder treten. Treten. Kreatur. Gott, der Gorilla benutzt außerdem gerade offensive Wunder gegen das Wunder, das wir zerstören müssen. Das ist nicht gut. Das heißt, es wird gleich niederbrennen. Kannst du nicht einfach drauftreten? Und tschüss, kleine Hütte. Okay, zum Glück hat der Stein dieses Mal gereicht. Gute Hütten sind gute Hütten, Boss. Jawohl, das sollte es eigentlich sehr schön gewesen sein. Geschlagen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Welcher Hut? Ich werde der Bruderschaft von deinen Fähigkeiten erzählen. Du hast nicht mal Haare. Naja, egal, wir haben die Gorilla-Herausforderung trotzdem erfolgreich bestanden. Und damit können wir unsere Kreatur, wenn wir wollen, nun auch in einen Gorilla transformieren lassen. Das dümmste Mitglied der Affenfamilie, dafür allerdings auch das stärkste. Wir werden allerdings unsere Kreatur nicht mehr vom Rhinoceros wegändern wollen. Zumindest vorläufig nicht. Rock! Jawohl, dann fehlt uns nur noch eine einzige Prüfung, die wir momentan auf der Insel anwählen können. Mehr gibt's nicht zur Auswahl. Danach müssen erst wieder neu freigeschaltet werden. So sehen wir also als Gorilla momentan aus. Nicht so übermäßig ansprechend, muss man sagen. Naja gut, aber es gibt definitiv schlimmere Kreaturen. Ich finde zum Beispiel, dass Eisbär und Braunbär nicht sonderlich ansprechend eigentlich aussehen. Da habe ich sogar lieber das Schaf, das wenigstens ein bisschen dörfig in die Gegend guckt. Und wieder mal folgt unsere Spiegelkreatur Rufus rein in seine merkwürdige Höhle da vorne. Gorilla, tschüss, war schön, dich erkannt zu haben. Geh wieder an deine Arbeit. Und dann wird es Zeit, mal mit dem Tiger zu reden. Der Tiger, der eigentlich eine der Anfangskreaturen des Hauptspiels ist, ist hier eine der letzten Herausforderungen, die wir überhaupt annehmen können. Einen Blick auf diese Ja, machen wir jetzt schon. Dann erklär uns mal, was wir tun sollen. Oh, hallo. Bist du bereit für meine Prüfung? Ich erkläre dir erstmal, was ich von dir will. Gute Idee. Ich bewache die Insel und schieße auf Eindringlinge. Es ist nicht leicht, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Aber genau das verlange ich von dir. Ich habe meine räuberischen Freunde gebeten, sich verdächtig zu verhalten. Du musst auf dem Weg ins Dorf auf sie schießen. Super. Ja? Erwischst du alle Banditen? Ich wäre wirklich beeindruckt, wenn du meinen Rekord brechen würdest. Wir müssen also 15 Banditen... Hey Boss, wir müssen den Rekord dieses Kätzchens brechen. Banditen klatschen. Ah, wie in alten Zeiten. Ziele zuerst auf die Banditen. Drücke dann die Bewegen-Taste, um die Fässer abzufeuern. Je länger du die Taste drückst, desto stärker schießt du. Erledigen
Ja, also wir brauchen, um genau zu sein, 16, weil der Rekord ja gebrochen werden muss. Glücklicherweise werden die Banditen hier durch dieses lustige leuchtende Gelb markiert. Und dadurch, dass es gerade Nacht ist, kann man dieses leuchtende Gelb auch deutlich besser sehen, was sehr nützlich für uns ist. Wir sehen, dass hier sehr, sehr viele Banditen rumlaufen. Und die Fässer, die wir schießen, sind auch dann Treffer, wenn wir nur ungefähr in die Nähe der Banditen kommen. Glücklicherweise ist das Spiel da sehr tolerant. Und wir haben ja durch die gefährliche Zebra-Prüfung schon ein bisschen Übung darin, diese Fässer hier zu verschließen. Naja, sonst waren es halt merkwürdige Maultier-Schädel-Menschen, die wir verschossen haben. Eigentlich war es nur ein einziger, den wir die ganze Zeit immer wieder durch die Gegend katapultiert haben. Da hinten ist noch einer, keine mehr in der Umgebung. Doch, da läuft immer noch einer, haben wir ihn nicht erwischt. Ach komm, lauf doch in unser Fass rein. Erledige ihn. Oh, das hat getroffen, ich bin beeindruckt. Ja, wie gesagt, das Spiel ist, was sowas angeht, meistens sehr tolerant. Da hinten sehen wir noch welche. Was ist denn hier rechts? Ach, da läuft auch noch jemand rum. Attacke, sogar zwei. Vernichtet sie. Nummer eins erwischt. Und ich glaube, da haben wir den anderen gerade auch erledigt. Da oben an der Klippe. Ja, wir haben es schreien gehört. Ist auch noch einer. Bams. Ich finde es schön, dass wir das einfach so als Zwischenbeschäftigung hier machen. Die Banditenfreunde von dem Tiger zu klatschen. Ich glaube nicht, dass sie das überleben. Im Übrigen, wir sehen, dass die Flammen hier aufblitzen, wenn die Fässer explodieren. Das ist nicht nur eine Animation. Wenn wir hier vorne aus Versehen die Bäume treffen sollten, wie jetzt gerade, dann gehen diese tatsächlich hier in Flammen auf. Und während wir jetzt gleich andere Sachen machen, wird hier vorne alles niederbrennen. Aber eigentlich interessiert mich das nicht sonderlich, da wir hier vorne mit dem Dorf eigentlich schon sämtliches Business fertig haben. Ja, keine Banditen mehr in der Umgebung. Ich glaube... Oh nein, das Spiel ist doch noch nicht vorbei. Da oben läuft noch eine Attacke! Jawohl, getroffen. Okay, noch irgendeiner, den wir hier übersehen haben? Sieht nicht so aus. Jetzt fackeln wir einfach nur noch das Dorf ab. Wie sieht's aus? Ha, 19! Ist ja wohl lächerlich, lieber Tiger. Dein Rekord war nichts. Du hast meinen Rekord gebrochen. Du hast meine Prüfung bestanden. Ich gebe so bald wie möglich im Dojo Bescheid. Ja, das ging mal wieder ziemlich flott, muss man sagen. Und da haben wir die letzte Prüfung, die uns momentan zur Verfügung steht, bestanden. Bin also mal gespannt, was uns als nächstes Interessantes freigeschaltet werden wird. Wir haben ja zum Beispiel die Löwenkreatur noch nicht zur Auswahl. Heißt also, Rufus muss uns selber auch noch eine Prüfung stellen. Roar, roar. Sehr schön. Und damit heben wir auch diese Säule an. Sieht schon alles sehr vervollständigt hier vorne aus. Es fehlen noch insgesamt zwei. Wir wissen ja auch, dass wir den eigentlichen Anführer der Bruderschaft bis jetzt immer noch nicht getroffen haben. Den haben wir nur in der Geschichte der Bruderschaft ganz am Anfang mal kurzzeitig sehen dürfen. Der ist ja angeblich so weise und es ist vor allen Dingen auch eine komplett neue Kreatur, über die wir bis jetzt keine Verfügung hatten innerhalb von Black and White 1, dem Hauptspiel. Naja, und bis jetzt auch nicht hier in der Insel der Kreaturen. So, da folgt also auch unser Tiger-Ebenbild dem Löwen. Das ist eigentlich mal ein muskelbepackter Tiger hier, den wir getroffen haben. Der sah wenigstens mal ordentlich aus. Jawohl. Und das bedeutet, es ist wieder Zeit für eine Sequenz mit dem guten alten Rufus. Wir wissen, wie er aussieht. Wir brauchen keinen dramatischen Kameraschwenk um ihn rum. So schön ist sein Charaktermodell auch nicht designt. Ja, besonders den Bereich muss man nicht nah rangezoomt zeigen. Das hat man schön gemacht da unten. Hey, irgendjemand glaubt gerade an uns. Oder man feiert einfach nur, weil wir die Säulen alle eingehoben haben, wer weiß. Wir sind sehr zufrieden. Du hast die meisten meiner Brüder von deinen Fähigkeiten überzeugt. Du stehst unmittelbar vor der Aufnahme in die Bruderschaft. Die Zeit ist reif für meine Prüfung. Ja, da bin ich mal gespannt, was du für uns vorbereitet hast. Viele von den Prüfungen, die wir bis jetzt hatten, waren einfach nur extrem nervig. Noch eine Prüfung. Das wird sicher lustig. Und manche waren tatsächliche Herausforderungen. Was von beidem bietest du uns an, lieber Löwe? Du hast viele Prüfungen bestanden, Kreatur. Nun bereite dich auf meine vor. Ich warne dich. Du hast nur wenig Zeit, um meine Aufgabe zu lösen. Ich möchte, dass du die heiligen Ringe aus dem Tal hierher bringst. Aber hüte dich vor den Ogern. Also ein Labyrinthrätsel. Wenn du ihnen zu nahe kommst, erstarrst du zu Eis.
Ja, wir erstarren tatsächlich einfach, die wirken keine Wunder. Bringe alle Ringe auf diesen Berg, um die Prüfung zu meistern. Wir müssen uns also den besten Weg durch die Oger durchüberlegen, sodass wir nicht eingefroren werden. Interessant. Möge die Prüfung beginnen. Ja, dann schauen wir mal. Unser Zeitlimit ist 7 Minuten 30 Sekunden. Das Ganze hier sieht eigentlich erstmal ganz interessant aus. Wusstest du, Rufus Ogerprüfung, deine Kreatur muss die 3 heiligen Ringe aus dem Tal auf den Berg bringen. Dabei darf sie den Ogern nicht in die Arme laufen. Ja, grundsätzlich klingt diese Prüfung ja hier erstmal relativ spannend. Leider gibt's einen ziemlichen Knackpunkt damit. Ich weiß nicht, ob diese Steine hier tatsächlich den Durchgang blockieren sollen. Aber sie tun es nicht. Unsere Kreatur kann unten einfach um dieses gesamte Ogerlabyrinth einfach drumrum laufen und hier vorne dann wieder ins Labyrinth reingehen. Es gibt hier tatsächlich sogar einen Aufstieg. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier nicht sogar eine gewollte Methode ist, um hier durchzukommen. Dementsprechend haben wir praktisch alles übersprungen und wir haben noch einen ganzen Oger hier vorne, der uns mehr oder weniger im Weg steht. Hey, wir haben Ring Nummer 1 an seinen Zielort gebracht. So, das war der erste Ring. Kümmern wir uns um den nächsten. Und nun gehen wir den gleichen Weg wieder runter und holen uns den nächsten Ring. Ja, ich weiß, hochspannend. Wirklich, dieses Spiel hier, hat es keiner getestet, hat sich niemand mal angeguckt, oh, da unten kann unsere Kreatur ja einfach durchlaufen, das macht ja das ganze Rätsel kaputt. Machen wir den Durchgang mal lieber richtig zu. Selbst wenn da unten die Steine liegen würden, könnten wir immer noch die Steine wahrscheinlich entfernen, wenn wir wollten. So, da haben wir Ring Nummer 2, dann lassen wir unsere Kreatur wieder da unten rumlaufen. Komm Luna, beeil dich ein kleines bisschen. Diese Prüfung hier ist nicht spannend genug, dass wir das länger machen müssten hier. Eigentlich könnten wir uns theoretisch auch Geschwindigkeitswunder bewirken, wobei wir haben hier hinten keinen Einfluss, leider. Doof, naja, dann können wir das nicht machen. Dann müssten wir extra ein Dorf hier drüben aufbauen, damit wir Geschwindigkeitswunder auf unsere Kreatur wirken können. Das wäre noch eine merkwürdige Methode, dieses Rätsel hier schneller schaffen zu können. Deine Gläubigen arbeiten und sterben für uns. Naja, ich habe mich immer noch nicht darum gekümmert, dass unsere Leute endlich mal versorgt werden an der Kultstätte. Ist aber auch egal, die brauchen wir sowieso nicht mehr. Würdest du die bitte auch hier vorne ablegen, die Ringe? Dankeschön. Voilà, Ring Nummer 2. Einer fehlt noch. Ja, und dann ist diese Prüfung hier auch geschafft. Wir haben immer noch 15 Minuten 15 Sekunden Zeit für die ganze Geschichte hier. Bewege die Hand über die Kreatur, wenn du wissen möchtest, was sie denkt. Nein, danke, gerade nichts. Ich weiß auch so, was sie denkt. Mein Gott, ist das eine langweilige Prüfung. Wir laufen nur von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts und dann sind wir auch schon fertig, ohne irgendwelche wirklichen Gefahren dabei zu haben. Aber was sollen wir da tun? Ja, wie schon mal erwähnt, diese Eisoger sind ein bisschen eigen. Sie haben tatsächlich einfach einen Trigger, der uns sofort einfrieren lässt, wenn wir in ihre Nähe kommen. Sie müssen sich nicht extra hinstellen und ein Eiswunder auf uns wirken oder sonstige Sachen, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Hätte man ruhig ein bisschen mehr Detail reinstecken können, aber das gilt leider für dieses gesamte Spiel hier. Grundsätzlich hätte man das gesamte Konzept dieses Spiels hier schon auf dem Zeichenbrett mal überdenken sollen. Was soll das? Oh, hallo Teig. Einfach nur ein Minispiel, einfach nur eine Ansammlung mehrerer Minispiele, die wir dann mit den Mechaniken des normalen Black and White Spiels spielen können. Was zur Hölle? Ah, komm, erwisch mich nicht. Jawohl, er hat uns nicht erwischt und wir haben alle Ringe erfolgreich abgeliefert. Wir haben es geschafft. Wir sind die größten, Boss. Ja! Ich würde mich ja freuen, aber die Herausforderung war einfach viel zu leicht dafür. Du hast die Prüfung bestanden. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, danke. Nie warst du der Aufnahme in die Bruderschaft näher. Uns fehlt ja immer noch eine einzige Säule. Aber die des Löwen haben wir uns damit schon mal gesichert. Ja, vielen Dank auch, Rufus. Alle Säulen bis auf eine wurden aktiviert. Deiner Aufnahme in die Bruderschaft steht nichts mehr im Wege. Du hast dich bewundernswert geschlagen. Und Mercurio brennt darauf, dich kennenzulernen. Als unser Anführer hat er dir viel zu sagen. Doch genug der Worte. Möge die Zeremonie beginnen. Ja, offensichtlich werden wir jetzt schon in die Bruderschaft aufgenommen, auch ohne die Zustimmung von Mercurio, also ohne seinen Stein freigelegt zu haben. Black and White, Insel der Kreaturen! Und da wir die Aufnahmeprüfung geschafft haben, ist es Zeit, das Ende des Spiels anzusehen. Das Team wird uns vorgestellt.
Ich glaube, diese Musik, die wir hier gerade hören, hätte eigentlich auch während den Ending Credits von Black and White 1 dem Hauptspiel laufen sollen. Wir erinnern uns, wir hatten da einfach nur einen vollkommen stummen schwarzen Bildschirm mit ein paar Textläufen drüber und ein paar relativ uninteressanten Szenen dabei. Allerdings null Hintergrundmusik, null zusätzliche Soundeffekte und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es korrekt gewesen sein soll. Ja, herrlich, weil das Spiel offensichtlich nicht so viele Dorfbewohner gleichzeitig darstellen kann, laufen hier einfach 2D-Modelle von denen rum mit sehr eckigen Köpfen. Sieht schon irgendwie witzig aus. Ja gut, soll mir allerdings auch recht sein. Wir wollen ja ein großes Publikum haben, wenn wir in die Bruderschaft aufgenommen werden. Mein Gott, war das eine Lebensaufgabe, mein größtes Ziel, das ich jemals erreichen wollte. Moment, warum genau wollten wir nochmal überhaupt in die Bruderschaft aufgenommen werden? Ach ja, genau, weil das Ziel ist, Eve zu treffen. Diese Motivation, die uns das Spiel einfach so aufs Auge gedrückt hat, ohne dass ich sie jemals wirklich treffen wollte. Unser Interesse sollte ja damit geweckt werden, dass wir sie am Anfang nur in diesem kleinen Körbchen gesehen haben. Und dadurch, dass die meisten Kreaturen später am Anfang der Prüfung davon geredet haben, oh ja, Eve hat ja gar kein Interesse für uns, buhu, sie ist ja nur an deiner Kreatur interessiert. Und das soll dann aus irgendeinem Grund für uns als Gott, eine Motivation sein. Ist es nicht wirklich, tut mir leid. Kann man nicht anders sagen. Aber darauf ist dieses Spiel hier aufgebaut. Hallo Yogi und Guru, warum hängst du da oben in dem Ägypterwunder rum? Komm da gefälligst runter, du machst es kaputt. Ja, so langsam aber sicher wird es dann doch Zeit, hier vorne mal wieder Nahrungsreste zu sehen, die aus irgendeinem Grund hier noch im Boden stecken. Ich weiß wirklich nicht, wo die manchmal herkommen. Ja, dass wir unseren Ring hier vorne erhalten und offiziell aufgenommen werden. Die Kamera schwenkt wieder zurück auf den Steinkreis, der noch nicht zu 100% geschlossen ist, da ja Mercurius Stein fehlt. Der des Krokodils oder des Alligators, was auch immer er genau ist. So, dann gucken wir doch mal, wo ist unsere Kreatur und wo ist Rufus, der uns hier einweihen sollte? Ja, das ganze EA-Team. Zu den guten alten Zeiten, wo man tatsächlich noch nicht so viel Geld mit diesen Spielen hier scheffeln konnte. Yay, wir kriegen allerdings den Stein auch einfach so aktiviert. Und da ist der Mercurio, der Anführer der Bruderschaft. Er ist einfach so aus dem Boden geplöppt. Wir mussten keine Prüfung von ihm machen. Auch eine Möglichkeit, ist mir genauso recht. Ja, Mercurio, dann würde ich sagen, mach du doch mal bitte die Einführungszeremonie für uns. Aber wo ist eigentlich unsere Kreatur? Bis jetzt habe ich sie noch nicht gesehen. Plötzlich steht sie einfach da. Ja, auch recht. Ja, Luna wird nun offizielles Mitglied. Haha, in der Bruderschaft. Irgendwie habe ich so das Gefühl, Rufus ist dicker geworden seit dem Anfang des Spiels. Du siehst merkwürdig aus, Mercurio. Die Bruderschaft heißt dich willkommen. Du bist nun ein ewiges Mitglied unserer Gemeinschaft. Ist das wieder eine Stimme für diese Kreatur? Ja, wir sind nur ein ewiges Mitglied. Allerdings kann das doch noch nicht alles gewesen sein. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir endgültig eingeweiht werden und das Spiel abschließen. Bis dahin, see ya!